Und wieder fuhr ich mit einem Schrei aus meinem Schlaf. Eine Bewegung, die meinen Rücken sofort mit einer heftigen Schmerzwelle bestraft. Ist mit dir alles in Ordnung, Tomoya? Neben mir saß Mio auf einem Stuhl. Wieso war sie hier? Nein, tu das nicht. Das sieht man doch. Ich legte mich wieder hin und warf dann einen Blick auf die Uhr an der Wand. Es war kurz nach der Mittagspause. Die 7. Stunde hatte bereits begonnen. Solltest du jetzt nicht im Unterricht sitzen? Mio schüttelte den Kopf. Frau Hatsumomo ist wohl krank. Sie kam heute nicht zum Unterricht. Da haben wir gerade eine Freistunde. Ich verstand, was sie damit sagen wollte. Es war nun ihre Aufgabe als Klassensprecherin, nach dem kranken, rebellischen Schüler zu schauen. Ich habe dir was zum Essen aus der Cafeteria mitgebracht. Ich hoffe, du magst Hühnersuppe. Lass mich einfach in Ruhe. Was? Hatte sie mich nicht gehört? Sie sollte mich alleine lassen. Ich brauchte ihr Mitgefühl nicht. Ich kam auch ohne, ist klar. Außerdem wollte ich allein sein. Der Traum gerade war anders gewesen als sonst immer. Ich brauchte meine Ruhe, um meinen Körper wieder runterzufahren. Mein Herz und mein Puls rasten noch immer. Wenn du dir wirklich Gedanken um mich machst, dann lass mich einfach in Ruhe. Dann gehe ich wohl besser wieder. Mio hob sich und schickte sich an, das Zimmer zu verlassen. Auf halbem Weg drehte sie sich jedoch noch einmal um. Ich weiß, dass das etwas komisch klingt, aber könntest du, wenn es dir heute Abend besser geht, vielleicht bei Frau Hatsumomo vorbeischauen? Du wohnst doch nur ein paar Meter von ihr entfernt. Frau Hatsumomo war noch nie krank. Ich mache mir da echt Sorgen. Sag mal, sehe ich wirklich so aus, als würde mich im Moment eine kranke Lehrerin interessieren? Wie kam sie nur auf die Idee? Ich lag hier im Krankenzimmer. Meine Rückenschmerzen noch immer tierisch vom Vorabend. Und sie wollte, dass ich bei einer Lehrerin vorbeischaute? Gerade ich? Tut mir leid, ich hätte nicht fragen sollen. Du hast aber. Denk nach, bevor du etwas sagst, Mio. Normalerweise tat sie das ja auch. Das spürte man, wenn man sie reden hörte. Scheinbar nahm sie die Krankheit der Lehrerin mehr mit als ein vielleicht schwer verletzter Klassenkamerad. Naja, ich war nicht wirklich beliebt. Von daher sollte mich das eigentlich nicht wundern. Ich griff nach der Schüssel, die neben mir auf einem Schränkchen stand, und schnüffelte die bereits kalt werdende Suppe in langsamen Zügen. Sie tat wirklich gut. Schließlich hatte ich schon wieder den ganzen Tag nichts gegessen. Außerdem eine Menge Blut verloren. Oh Mann, dieser dumme Traum lässt mich einfach nicht los. Welcher Traum? Sag mal, konntet ihr mich denn nicht einfach alle in Ruhe lassen? Kurz nachdem Mio endlich die Fliege gemacht hatte, war Izumi ins Krankenzimmer gekommen. Und ich, Idiot, hatte sie gar nicht reinkommen gehört und laut mit mir selbst geredet. Anscheinend war es heutzutage wirklich zu viel verlangt, im Krankenzimmer seine Ruhe haben zu wollen. Du hast Unterricht, Izumi. Ich habe im Moment eine Freistunde, Religionsunterricht. Als Christ kann ich natürlich nicht bei einem shintoistischen Religionsunterricht teilnehmen. Sie war Christin? Dann fragte ich mich langsam wirklich, wie sie mich am Vorabend gefunden hatte. Das war immerhin bei einem Shinto-Schrein gewesen. Izumi bemerkte scheinbar meinen fragenden Blick und hob sofort zu einer einfachen, logischen Erklärung an. Ich mag zwar Christin sein, jedoch bewundere ich die Architektur eurer Tempel. Darum besuche ich öfters verschiedene Schreine rund um Kyoto. Ach so. Ja, das hört sich logisch an. Die Frage ist, ist es wirklich so? Also erzähl schon. Welcher Traum? Das geht dich wirklich nichts an. Beschäftigt dich doch, oder? Na und? Ich will ja nicht aufdringlich sein, aber mit der Traumdeutung kenne ich mich ziemlich gut aus. Sie war ziemlich aufdringlich. Und ich glaubte nicht, dass sie Ruhe gab, bevor ich den Traum erzählte. Vielleicht war es gar nicht mal so schlecht. Sie kannte sich ja angeblich mit Traumdeutung gut aus. Es könnte ja sein, dass sie hinter die Bedeutung des Traumes kam. Vielleicht konnte ich ihn so verschwinden lassen. Okay, ich erzähle dir. Izumi nahm einen Stuhl und setzte sich neben das Bett, worauf ich mich wie ein Patient bei einem Psychiater fühlte. Also, schieß los. Ich träume schon seit Ewigkeiten immer wieder den gleichen Traum. Seine Art ist immer gleich, auch wenn die Personen und Orte sich öfters ändern. Heute jedoch fehlte etwas, was sonst immer kam. Ah, okay, es könnte sein, dass du ein Problem zum Teil schon gelöst hast. Aber genau kann ich dir das natürlich erst sagen, wenn du mir den ganzen Traum erzählst. Wie gesagt, der Ort kann verschieden sein, doch es scheint immer kurz vor, während oder nach einer Geburtstagsfeier stattzufinden. Alle möglichen Leute sind da, manchmal sogar welche, die ich vorher nur einmal kurz gesehen hatte. Alle sind fröhlich und nett und gratulieren mir. Aber irgendwie wirkt alles wie eine Fassade und am Ende... Meine Stimme stockte kurz. Es ist, als würde ich vom mitfeiernden und Geburtstagskind zum Beobachter werden.
Ich sehe mich selbst und die Person, die mich darstellt, schaut mich an. Dann wache ich immer schweißgebadet auf. Ob ich dir sagen musste, dass die Person immer weiblich war? Heute fehlte diese letzte Sache. Ich stand mitten zwischen den Menschen. Doch die Leute haben mich gar nicht gesehen. Sie vergaßen sogar meine Existenz. Ich habe versucht, auf mich aufmerksam zu machen. Doch es war sinnlos. Ich existierte einfach nicht. War das alles? Ich habe das Gefühl, als wenn du noch etwas verschweigst. Konnte diese Frau Gedanken lesen? Oder war ich einfach nur ein schlechter Lügner? Darüber will ich nicht reden. Izumi verschränkte die Arme vor der Brust. So kann ich dir aber nicht helfen. Du musst mir schon alles erzählen. Warum hatte ich nur meinen verdammten Mund aufgemacht? Ist es dir so peinlich? Es ist doch nur ein Traum, nichts, was dir peinlich sein müsste. Wenn du das irgendjemandem weitererzählst, dann wird dich auch dein Gott nicht mehr retten können. Klar. Ich glaube nicht, dass du meinen Gott überlegen bist, aber du hast mein Wort. Ich ließ mich zurücksinken und starrte an die Decke. Wenn sich mein Geist quasi löst und ich die Szene als Zuschauer sehe, mein Körper mich selbst anstarrt, ja, ich weiß, dass es mein Körper ist, aber dennoch ist es ein anderer. Ein anderer Körper? Dieser Blick. Es ist ein Mädchenkörper. Da, da, da. Izumi sagte erstmal gar nichts. Sie lachte jedoch auch nicht, wie ich erwartet hatte. Sie tat einfach nichts. Nach einigen Minuten der Stille sagte sie schließlich endlich etwas. Ich glaube, ich weiß, was der Traum bedeutet. Ich setzte mich mit dem Bett auf. Sie wusste seine Bedeutung? Dann hat er das Ganze doch etwas gebracht, hoffte ich. Deine Seele ist ein Mädchen und du verdrängst diese erfolgreich, jedoch versucht dein Unterbewusstsein, dich immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass du dich wohler fühlen würdest, wenn du in deinem Herzen folgen würdest und zu dir stehen würdest. Ich sollte ein Mädchen in einem jungen Körper sein? Wie kam sie auf so einen Blödsinn? Ich wusste, es war ein Fehler, Izumi davon zu erzählen. Ihre Erklärung konnte ich wirklich zu einem 100% ausschließen. Ich hatte nicht das Bedürfnis, als Mädchen herumzulaufen, mich zu schminken oder Schuhe einzukaufen. Ich war ein Junge, so viel war klar. Ich prügelte mich, bolzte ab und dann auf dem Sportplatz und ich stand auf Frauen. Diese Erklärung würde ich dir wohl normalerweise geben. Du hast einen verdammt schlechten Humor. Notiz an mich selbst. Wenn ich irgendwann die Gelegenheit dazu bekommen sollte, dann sollte ich nicht nur Izumi Strapse, sondern all ihre Sachen klauen. Und am besten unter ihrem Namen im Internet versteigern. Wie gesagt, normalerweise würde ich dir diese Erklärung geben. Jedoch deckt sie nicht alles ab. Das Verschwinden der Person zum Beispiel. Wären die Zeichen echt, dann würde dieses eine Zeichen bedeuten, dass die Sache jetzt geklärt wäre. Andererseits aber verschwindest du scheinbar komplett aus dem Traum. Daher kann die Bedeutung nur eine ganz andere sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Erklärung für deinen Traum könnte eventuell die folgende sein. Zwischen dem, was deine Seele will und dem, was du jetzt tust, liegt eine große Schlucht. Du stehst vollkommen auf der Seite, die dir dein Gehirn vorgibt und ignorierst dabei die Seite, welche deine Seele benötigt. Ich weiß nicht, wie es bei euch Shintoisten ist, aber im Christentum ist die Seele essentiell. Darum vermittelt sie dir auch, dass sie nicht zufrieden ist. Dass du dich als Mädchen siehst, muss für dich nicht unbedingt bedeuten, dass du eine weibliche Seele hast oder gar ein Mädchen sein willst. Auch wenn es da eine gewisse Wahrscheinlichkeit geben würde. Allerdings glaube ich eher, dass dies einfach eine Verdeutlichung des Gegensatzes zwischen deinem jetzigen Ich und deiner Seele darstellt. Wenn du dein Leben änderst, dann könnte auch der Traum verschwinden. Wenn diese weibliche Variante bereits verschwand, könnte das bedeuten, dass du schon angefangen hast, etwas zu ändern. Allerdings scheint es die falsche Richtung zu sein. Denn neben dieser Version scheint auch deine normale Variante zu verschwinden. So wie ich das verstanden habe. Ich schwang mich aus dem Bett. Ich hatte genug gehört. Hey, wo willst du hin? Ich habe genug gehört und gehe jetzt, das ist alles. Ich weiß jetzt, dass diese Traumdeutung mir nicht weiterhilft. Bist du dir so sicher? Ich habe diesen Traum seit ich denken kann und habe viele Situationen meines Lebens mit ihm durchgemacht. Ich träumte ihn, als meine Familie noch eine Familie war, als ich noch glücklich war. Ich träumte ihn, als mein Vater alkoholabhängig wurde und die ganze Sache abzudriften begann. Und ich träumte ihn heute noch, wo ich nur wenige Monate vor dem kompletten Abnabelung stehe. Wenn mein Unterbewusstsein weder eine glückliche Familie noch eine zerstörte Familie akzeptiert, dann soll es mich mal am Tüffel tuten. Mit. Habe ich noch nie so gehört, die Formulierung, aber wird's wohl geben. Damit verließ ich das Zimmer. Izumi und ihre komischen Ansichten konnte ich keine Sekunde länger ertragen. Familienverhältnisse haben nicht unbedingt etwas mit den eigenen Wünschen zu tun, Tomoya. Draußen war es noch immer verdammt heiß. Mein Rücken machte mir zudem noch arg zu schaffen. Wenn er auch nicht mehr so sehr wehtat wie am Morgen. Dennoch war auf der Straße schlafen für heute keine Option. Ich
braucht ein Bett. Ein richtiges Bett. Und Ruhe. Viel Ruhe, um mich vollkommen erholen zu können. Oh, wir haben wieder eine Entscheidungsoption. Ich hatte wohl keine andere Wahl. Die Villa war die einzige Wahl. Makotos Wohnung war die einzige Wahl, aber ob er noch Platz frei hatte? Ich glaube nicht. Also Tomoya, wie ich ihn jetzt so einschätze, ich weiß nicht, ob er jetzt wieder zurück zu seinem Vater wollen würde. Deswegen gehen wir einfach mal zu Makoto. Vielleicht treffen wir ja auch noch Kotomi. Als ich an Makotos Haus kam, war die letzte Stunde geradeaus. Makoto war dennoch schon zu Hause, da er mal wieder die letzten Stunden geschwänzt hatte. Ich kam zu nicht gerade sehr viel und kollabierte noch in der Tür. Ich hatte wohl einfach zu wenig Blut in mir und die Aufregung und die Sommerhitze zu verkraften. Mama, frag, ob wir dich nicht besser in ein Krankenhaus oder wenigstens zurück zur Villa bringen sollen. Lass mich einfach schlafen. Morgen werde ich bestimmt wieder fit sein. Und damit schlief ich ein. Oh, die Nacht war dunkel und die Straße blutig. Hier musste es stattgefunden haben. Hier musste sie gestorben sein. Ich ließ meinen Blick über die Shinto-Tore schreiten. Dieser Kerl machte nicht einmal vor einem heiligen Ort halt. Dennoch war es seltsam. Nichts zeugte hier von einem Kampf. Meine Kleine hätte sich gewehrt. Sie hätte ihm einen Kampf um Leben und Tod geliefert. Er musste sie von hinten eiskalt gestochen haben. Meinen netten, kleinen Engel. Aber hier zeugte wirklich nichts mehr davon, abgesehen von dem längst verschwundenen Blut und dem Gestank. Seitdem ich hier war, bekam ich ihn nicht mehr aus der Nase. Sein Geruch, den Gestank des Verrats. Ich lief die Tore entlang. Die Straße bebte unter meinem Schritt. Der Gestank wurde immer stärker und schließlich fand ich den Ursprung. Eine zweite Blutlache, weitaus kleiner als die erste. Muss einem Menschen gehört haben. Vielleicht sogar ihm. Ich kniete mich neben die Leiche. Lache. Die längst keiner mehr sehen konnte und strich mit dem Finger über die Stelle. Die Geschmacksprobe bestätigte meinen Verdacht. Das war das Blut eines Menschen. Und dieser Mensch hatte den gleichen Gestank wie er an sich. Es gab nur einen Menschen, der so stinken konnte. Er musste es sein. Ich hatte ihn endlich gefunden. Hatte ja auch lange genug gedauert. Sie hatte sich nicht kampflos ergeben. Sie hatte ihn erwartet und sie hatte gekämpft. Diesen Verräter schwer verletzt. Gut gemacht, mein kleiner Hatsumomo. Um den Rest kümmert sich schon Daddy. Okay, ich bin leicht verwirrt. Ich denke mal, das wird noch Sinn ergeben. Also machen wir einfach weiter. Hatsumomos Vater. Also ist Hatsumomo hier auch ein göttliches Wesen? Oder zumindest nicht Mensch. Jeden Tag und jede Nacht zog es mich raus in die Stadt. Wohl wissen, dass mein Schicksal da draußen auf mich wartete. Und auch zögerte ich, als wollte ich es nicht finden. Doch ich war kein Schatten. Und der Drang zu leben in mir glühte noch immer mit heller Flamme. Ich musste leben. Ich musste töten. Nur ich war dazu in der Lage. Ich hatte sie gefunden. Es scheint, als hättest du dich endlich aus deinem Loch herausgetraut. Wir dachten bereits, dass du den Schwanz eingezogen hättest. Du bist die Letzte, Hatsumomo. Glaubst du echt, dass es mit mir enden würde, dass du das bekommst, nachdem du suchst? All deine Bemühungen waren nutzlos, sie werden nichts bewirken. Ihre Augen glühten in einem mystischen Rot. Endlich zeigte sie ihre wahre Natur, ich konnte ihre Macht explodieren fühlen. Mein letzter Kampf hatte begonnen. Ui, Lichteffekte. Cool, finde ich cool. Es war kein Kampf, es war ein Zusammenprall. Ihre Klauen, die mich einem unmenschlichen Tempo nach mir hackten. Es war fast unmöglich, ihr auszuweichen. Und doch, ich konnte ihre Attacken sehen. Schaffte es ihnen zu entgehen, konnte sie parieren. Und selbst zurückschlagen. Sieht, nice aus. Ich hätte sie getroffen. Du bist ein Narr. Der Narr hier bist du, Hatsumomo. An meinem Arm tropfte das Blut herunter. Ein Teil von ihr. Ein Teil von mir. Du denkst also wirklich, dass du etwas ändern könntest? Du wagst es, diese Entscheidung der Götter in Frage zu stellen? Deine Entschuldigung, Hatsumomo. Nicht die der Narren, die sich Götter nennen. Bereit für die nächste Runde? Dieses Mal werde ich mich nicht zurückhalten. Ich erhob mein Schwert. Für die nächste Runde. Ah, ich höre jetzt gerade die Musik, das Schwert, welches ich eigentlich für ihren Tod geschmiedet hatte. Ich freute mich zu sehen, was jemand deines Kalibers wirklich drauf hat. Auch Hatsumomo zog endlich ihre Waffe. Bis jetzt hatte sie nur mit ihren Händen gekämpft. Eine lange Lanze erschien mitten in der Luft. Viel zu groß für einen normalen Zweikampf.
und vor allem viel zu schwer. Tatsumo jedoch griff lässig danach und schwang sie, als wäre sie so leicht wie eine Feder. Sie machte ihrem Ruf wirklich alle Ehre. Wir standen beide still. Unsere Waffen in der Hand. Würde sich einer rühren, so würde er sterben. Das wussten wir beide. Lass uns die Sache beenden, bevor wir schlafende Hunde wecken. Die Spitze der Lanze schwang in meine Richtung, blieb dann regungslos einen Moment in der Luft hängen. Ich griff mein Schwert fester und machte mich bereit. Dies war der finale Schlag. Endlich war es soweit. Es konnte nur einen Sieger geben und nur einen Traum fortbestehen. Stirb, Sklave. Der letzte Angriff. Mein Ziel so nah. So nah, ich kann ihr Shampoo riechen. Puh. Spannung. Spannender Kampf, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn einzuordnen habe. Ein Traum wahrscheinlich, beziehungsweise hat Tomoya geträumt, was passiert ist oder sowas. Wir wissen es nicht. Ich schlug die Augen auf, meine Hände waren in der Bettdecke verkrallt. Mein Atem ging in heftigen Zügen, mein Herz schlug, als wollte es meinen Brustkorb sprengen. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich einen Albtraum gehabt, doch ich konnte mich nicht an ihn erinnern. Wo bin ich? Ah, stimmt ja, ich war vorher mal auf Makotos Türschwelle zusammengebrochen. Ich setzte mich auf und bemerkte dabei noch etwas anderes. Die Schmerzen sind weg. Mein Rücken tat nicht mehr weh. Ich fühlte mich auch sonst viel besser. Vielleicht war Schlaf wirklich die beste Medizin? Mit einem kraftvollen Schwung schwang ich mich aus meinem Liegestand. Aha! Okay, der Rücken war noch nicht ganz abgeheilt. Wäre ja auch zu schön gewesen. Zumindest schien ich wieder einigermaßen okay zu sein. Nur schnelle, hektische Bewegungen oder Bewegungen, bei denen der Rücken arg beansprucht wurde, sollte ich eventuell vermeiden. Naja, besser als nichts. Heute war Freitag. Aber auf Schule hatte ich wirklich keine Lust. Zumal ich immer noch nicht wusste, ob die Sache mit der Strapse noch dort ernste Konsequenzen haben würde. Du kannst vielleicht heute davonlaufen, doch morgen wirst du dich stellen müssen. Der Satz von diesem Streetworker fiel mir wieder ein. Ach, der vermeintliche Streetworker, bäschter Mann. Vielleicht hatte er recht, ich sollte wirklich langsam wieder zum Unterricht gehen, würde auch schon schief gehen. Im Nebenzimmer hörte ich Makotos Stimme. Er redete wohl mit seiner Mutter. Seine Stimme klang ziemlich erregt, genau wie ihre auch. Stritten die beiden etwa? Das wäre selten. Ich war bereits oft bei Makoto zu Besuch gewesen und hatte nahezu genauso oft hier geschlafen. Ich habe ihn fast nie mit seiner Mutter streiten sehen. Wenn mein Vater und ich uns beinahe zu jedem Gespräch in die Wolle kriegten, schien Makotos Familie ihren Sohn schon lange aufgegeben zu haben. Sie erwartete keinen Wundernoten von ihm und waren froh, wenn er nicht so viel Ärger bereitete. Wenn die beiden sich nun stritten, konnte das nur bedeuten, dass er etwas wirklich Schlimmes angestellt hatte. Ich war neugierig geworden und lehnte ein Ohr gegen die Wand, um zu erfahren, worum es in ihrem Streit ging. Ich habe dir doch gesagt, dass Kodomi gestern kommen wollte. Denkst du, dass ich das nicht weiß, aber was hätte ich denn tun sollen? Vielleicht ihm früher sagen, dass er nicht kommen soll. Sie redeten über mich. Er stritt sich wegen mir mit seiner Mutter. Warum das denn? Habe ich ihm doch klar und deutlich, dass er dennoch kam, dafür kann ich doch nichts. Oh doch. Denn anscheinend hast du ihm ja nicht klar genug gemacht, dass er hierher nicht mehr kommen soll. Was? Sie wollte mich hier nicht mehr haben? Aber warum das denn? Ich kam vielleicht mit meinem Vater nicht gut aus, aber ich hatte nie Stress mit der Mutter von Makoto. Ich war schlau genug, um nett zu den Personen zu sein, von denen ich noch etwas wollte. Ich hätte niemals riskiert, eine freie Schlafstätte zu verlieren. Meine Güte, Mutter, er ist auf der Türschwelle zusammengebrochen. Ich glaube nicht, dass er eine andere Wahl hatte, als hierher zu kommen. Hast du seinen Rücken gesehen? Er war komplett verbunden. Irgendwas ist mit ihm passiert. Das interessiert mich nicht die Bohne. Ich will diesen Straßenjungen nicht mehr in meiner Wohnung haben. Was sollen denn die Nachbarn von uns denken, wenn wir hier jeden dahergelaufenen Straßenjungen durchfüttern würden? Das reichte, mehr brauchte ich nicht zu hören. Die Situation war klar. Sie war nett, solange es ihr passte, und jetzt fürchtete sie um ihren Ruf und stieß mich beiseite, wie ein altes Spielzeug, das ausgedient hatte. Nun, in dem Fall wollte ich sie nicht weiter belästigen. Ich schaute mich kurz in dem Zimmer um. Es gab zwei Ausgänge, einen ins Wohnzimmer und einen in die Küche, welchen ebenfalls mit dem Wohnzimmer verbunden war. Ich lief in die Küche und packte mir ein paar Lebensmittel in die Tasche meiner Schuluniform. Etwas Obst und Brot. Es war eine kleine Strafe für das, was sie vorhin gesagt hatte. Es war für mich schwer zu glauben, dass sich ein Mensch so schnell um 180 Grad wenden konnte. Aber wenn sie es so wollte, dann konnte ich auch den typischen Straßenjungen spielen. Sie sollte froh sein, dass ich nur Essen mitgehen ließ. Dachte ich bei mir, als ich durch das Fenster auf die Straße kletterte. Es war noch zu früh, um zur Schule zu gehen.
Darum lief ich erst einmal in Richtung der Innenstadt, um mir dort die Zeit zu vertreiben. Einen Apfel aus der Tasche holend, schritt ich die Schaufenster der Geschäfte entlang, um auf andere Gedanken zu kommen. Doch die ausgestellte Werbung für irgendein neues Horrorspiel ließ mich ziemlich kalt. Ich hätte eh keine Konsole. Als würde es heutzutage nichts Wichtigeres mehr geben. Sieh an, du bist ja auch schon wieder unterwegs. In der Spiegelung des Schaufensters erschien eine weitere Person. Ich hatte sie bislang erst einmal getroffen, doch die ungewöhnliche Gestalt würde ich so schnell sicher nicht vergessen. Sie sind doch dieser Streetworker. Streetworker? Ich habe dir doch schon einmal gesagt, dass ich das nicht bin. Er lachte, dann streckte er mir die Hand entgegen. Nenn mich Kenji. Ich ergriff sie etwas lustlos. Tomoya. Also Tomoya, was verschlägt dich so früh am Morgen in die Stadt? Doch nicht etwa dieses neue Videospiel. Oh Mann, ich hab nicht einmal gewusst, dass es heute erscheint. Nein, Stress. Warum sollte ich einem Fremden etwas darüber erzählen? Klar, sein Tipp das letzte Mal war richtig gewesen, aber ich hätte das schließlich auch selber gewusst. Du willst wohl nicht darüber reden? Ich sagte darauf nichts, sondern tat so, als würde mich das Spiel in dem Schaufenster plötzlich unheimlich fesseln. Ärger mit Familie oder Freunden, stimmt's? Irgendwas ist vorgefallen. Und du hast das Weite gesucht, anstatt das Problem zu lösen. Was geht sie das eigentlich an? Hey, cool down, mein Junge. Kein Grund, ausfallen zu werden. Du musst lernen zu erkennen, wenn dir jemand nur helfen will, Kleiner. Wofür hielt sich der Mann eigentlich? Für den Wohltäter der Menschheit? Normalerweise hatte mich sein Gerede schon lange auf 180 gebracht. Doch seine ruhige, gelassene Stimme verhinderte dies irgendwie. Ja, sie bewirkte schon fast das Gegenteil. All the world needs is me. All I need, ach ja, ich hab viel verpasst. Ich drehte mich um und wollte gehen. Wenn ich jetzt ging, würde ich gerade rechtzeitig zur Schule kommen. Naja, lass mich dir noch einen kleinen Rat geben. So wie das letzte Mal. Wenn sie sich dann besser fühlen, nur zu. Er lächelte, als er den nächsten Satz sagte. Du musst lernen, loszulassen und dein Schicksal zu akzeptieren. Weißt du nicht? Oh, und halt dich nachts von der Straße fern. Die Nacht ist gefährlich geworden. Okay, alles klar. Er wollte mich wohl einfach von der Straße runter haben. Er hielt mich für einen dreckigen Straßenjungen, der jede Nacht auf der Straße schlief. Als wenn ich wirklich die Wahl hatte. Ich werde an sie denken, wenn ich das nächste Mal vor der Villa meines Vaters stehe. Ich murmelte diesen Satz mehr vor mich hin und ließ dann die Innenstadt mitsamt diesem Kenji hinter mir.